bin jetzt in der Akropolis hier in Lindos. Mit dem Crepe zur Akropolis. Der Eintritt in die Akropolis in Lindos kostet 12 Euro, was ich schon ziemlich viel finde, aber ich lasse mich jetzt mal überraschen, ob sich das lohnt oder nicht. Thank you.
Boah, Leute, ihr habt ja gerade alles gesehen. 12 Euro sind wirklich viel. Also ich finde es wirklich viel. Deshalb habe ich komplett alles gefilmt. Sorry, Griechenland dafür. Leute, jetzt mal im Ernst. Sie rentieren sich wirklich, wirklich doch. Das ist super schön, hier auch zu sein. Aber ich glaube, damals war es günstiger. Also ich bin mir sicher, ich war hier vor, ich glaube, 10 Jahren ungefähr mal hier. Und da war es wärmer, definitiv wärmer. Ja, ich habe jetzt auch sowas drunter, aber da oben ist ganz schön windig. Aber wisst ihr, was ich gut finde? Hier ist nämlich der Weg. Moment, ich zeige ihn euch. Da unten gibt es so einen Weg, das sind die alles mit Eseln abgelaufen. Und ich finde es tatsächlich mega gut, dass der Weg nicht mehr mit Eseln abgelaufen werden kann. Denn das hat mich vor 10 Jahren so krass gestört. Da sind, sorry, wenn ich es jetzt sage, richtig fette Menschen auf so einen mini kleinen Esel geritten. So einen fetten Berg mit 40 Grad oder sowas hoch. Also, ganz ehrlich, lauft einfach. Also, jetzt geht es ja eh nicht mehr. Aber es ist schon ein krasser Unterschied gewesen. Deshalb finde ich sehr gut, dass die Esel abgeschafft worden sind anscheinend. Und das Licht ist einfach jetzt schon angegangen. Ich bin einer der Letzten. Generell solltet ihr erst gegen Abend oder ab nachmittags, sobald alle Touristenbusse und sowas weg sind, hierher. Und die Tickets werden übrigens auch 2-mal kontrolliert. Also da vorne kriegt man die. Und hier hinten werden sie abgestempelt und ja, entwertet. Dürfen hier übrigens auch keine Drohnen fliegen und das darf auch nicht. Das hier ist die Eselstrecke. Zum Glück frühere Eselstrecke.